herzlich willkommen. Wir haben heute das große Vergnügen, ein Highlight zu konfigurieren auch aus. Ja, ein limitiertes Auto. Streng und limitiert. Ein sehr, sehr neues Auto. Genau. Und zwar handelt es sich um ein Coupé und das Auto hat auch noch 2X im Namen. Was das bedeutet, werden wir nachher vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Weil normalerweise sind diese 2X im Fahrzeug ohne Straßenzulassung. Absolut. Ja, also reine Rennfahrzeuge. Jetzt haben wir quasi ein Rennfahrzeug mit Straßenzulassung. Ich kann es kaum erwarten. Los geht's. Ja, Frank, SF90 XX Stradale. Genau, so heißt das gute Stück. Abgeleitet vom SF90 Stradale. Ja. Ist ein ganz neues Fahrzeug, also Neuvorstellung von vor einigen Tagen. Und ja, und jetzt haben wir gedacht, wir konfigurieren mal was. Ja, also zumindest machen wir die Optik mal, ne? nicht on detail, aber dass wir zumindest mal optisch ein Auto bauen. Und ich würde sagen, wir bauen vielleicht mal ein Auto, was wir glauben, was es nicht gibt. Aber erstmal würde ich sagen, cheers. Espresso time. Damit wir fit sind. Genau. Ja. Rosso Corsa ist das klassische Rot, das finde ich für dieses Fahrzeug doch irgendwie, sagen wir mal, nicht besonders genug. Gibt natürlich sehr, sehr viele Spezialfarben, historische, klassische, Metallic, nicht Metallic. Aha. Verde Medio, es gibt Violetto Dino, es gibt Verde Masoni. Weil ich das Violetto Dino ziemlich dunkel fand. Ja, in Realität ist es doch tatsächlich noch viel heller. Viola Hongkong haben wir schon sehr viel dazu gesagt. Das ist natürlich auch eine Knallerfarbe für so ein Auto. Verde Kerz ist sicherlich eine Knallerfarbe für so ein Auto. Ja. Wir haben ja das erste Mal ein Auto, ein Straßenfahrzeug mit einem richtigen Carbon-Hex-Spoiler. Das gab es bei uns ja sonst noch nie. Also ich wäre fast für Verde Kerz, oder? Was wäre dein? Also Verde Kerz ist sicherlich ein Highlight, was ich auch sehr, sehr gut finde. Also grün sind wir uns schon mal so ein bisschen einig. Ich denke, wir werden ein grünes Auto bauen. Ich finde Verde Medio eine klasse Farbe, weil die ist einerseits historisch, man kann es nicht beschreiben, hat alles irgendwie. Irgendwie ist das eine knaller Farbe, finde ich. Ja. Also komm, wir lassen es bei der Farbe, dann lass uns mal ein bisschen highlighten, würde ich sagen. Also es gibt natürlich auch Liveries, also Streifen. Ne? Man kann das jetzt mit Streifen versehen, die kann man auch unterschiedlich gestalten. Grundsätzlich muss man vielleicht dazu sagen, dass das Auto ja in einer speziellen Livery vorgestellt wurde. Und das ist diese, ich sag mal, vier Teile lackiert oder drei Teile lackiert, also einmal die Front. Dann die Luftputzen auf der Haube, auf der Fronthaube und am Heck das Seitenteil vom Carbonflügel. Dann könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also passt auch gut, gelb und grün passt ja eh immer gut zusammen. Ja, man könnte das noch in blau machen, man könnte das in flashy orange machen. Sieht natürlich auch scharf aus, aber ich könnte mir zum Beispiel jetzt vorstellen, gelb mit gelben Bremssätteln. Die Logos lackiert, das ist ganz interessant, weil die Logos wandern dann ab vom Kotflügel. Ja, das ist auch ein sehr guter Hinweis. Auf die lackierten Logos auf der Tür. Viel schöner an der Tür. Es gibt auch mehr Raum für den Kotflügel und die Luftauslässe. Und wenn man sich dann zum Beispiel jetzt gelbe Bremssättel vorstellt, ist das sehr stimmig, finde ich. Coole Sache. Ja. Dann könnten wir natürlich, um es abzustimmen mit dem Auspuff, einen schwarzen Auspuff, Endrohre. Carbon haben wir sehr, sehr viel serienmäßig verbaut. Das heißt, die ganze Außenpartie ist serienmäßig in Carbon. Die Carbon-Räder, die jetzt drauf sind, sind nicht Serie? Nein, das ist natürlich nicht Serie. Die haben wir natürlich schon hinzugefügt. Auch das Dach ist jetzt hier in schwarz gemacht, finde ich auch besonders gut, weil das Auto
einfach flacher. Dann kommt der Heckflügel auch nochmal. Genau. Nimmt den Heckflügel mit auf. Ja, also das Auto wirkt direkt flacher, sportlicher, wenn wir ein schwarzes Dach haben, weil die A-Säule, die Windschutzscheibe, es geht alles ineinander über. Ja. Ich würde sagen, außen haben wir ein ziemlich flashy. Würdest du eine Streife noch drauf machen? Nein, was man nicht machen kann, ist, man kann jetzt nicht diese Teile in Gelb lackieren und noch zusätzlichen Streifen machen. Da sagt Ferrari, das stört dann das Design des Fahrzeugs. Grundsätzlich finde ich es, dass, also ich sag mal, Streifen gibt es ja schon bei unseren Leichtbaumodellen schon lange. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man mal so Highlights hat. Können wir noch eine Nummer an die Seite machen oder sowas? So ein bisschen, um den Racing-Charakter noch rauszufiltern. Ja, sieht doch cool aus, oder? Ja, finde ich, sieht wirklich cool aus. Jetzt in schwarz lackiert. Ja, ist cool. Kann man unterschiedlich gestalten. Man könnte jetzt auch, die Zähne drauf machen. Jede Farbe, die man sich wünscht. Grundsätzlich kommt das ja vom Rennen. XX ist eigentlich die Rennserie von Ferrari und grundsätzlich haben die Autos dann immer eine Nummer drauf. Daher kommt das mit dieser Nummer auf dem, ja, komm, auf dem Auto. Das, so das finde ich ganz, ja, gut. Carbonräder. Ja. So, Innenraum, Aratz. Sehr performant. Ich glaub, außen sind wir durch. Im Innenraum wird es jetzt recht dunkel. Was hier natürlich ein ganz besonderes Highlight ist, sind die neuen Sitze. Ja, die müssen unbedingt rein. Die allerdings nur in schwarz zu haben sind. Ja, aber man kann... Man könnte jetzt... ich glaube, ich versuche jetzt mal ein bisschen Helligkeit da reinzubringen, damit man mal was sieht. So, also so sieht es im Interieur aus, sprich sehr viel Carbon. Das ist jetzt der klassische Racing-Sitz. Und man sieht aber, wie viel Carbon im Fahrzeug verbaut ist, serienmäßig schon. Das heißt, wir haben serienmäßig Carbon, Lenkrad, Armaturenbrett, Mitteltunnel. Also, am Armaturenbrett auch oben wieder ein Alcantara. Das ist auch nur den Leichtbaufahrzeugen vorenthalten. Also auch sofort als Leichtbau zu identifizieren. So, wenn ich jetzt wieder auf den neuen Racing-Sitz gehe, habe ich alles wieder in schwarz, aber man sieht, der neue Sitz hat unheimlich viel, ja, wie nennt man das, Lücken. Ja, sowohl, ist einfach leicht, ne? Also ja. so wenig wie möglich Material. Carbon, sehr viel Carbon. Lass uns doch im Innenraum noch ein paar Sachen gelb machen. Wir könnten jetzt zum Beispiel die Nähte in gelb machen, wir könnten die Logos oben in der Kopfstütze in gelb machen. Das ist so ein Klassiker. Ja. Was man natürlich auch machen kann, ist, wir können die Gurte in gelb machen. Beim Coupé können wir sogar Fibon-Gurte machen. Ich würde das so machen, ja. Ist ja ein absoluter Racer. Ich meine, hat zwei X im Namen. Da muss auch nur ein Hosenträgergurt rein. Ja. Und wenn man dann das da von der Seite so sieht, sieht man auch die ganzen Nähte. Man sieht die Kavalinis in der Kopfschütze, man sieht die gelben Gurte, man sieht die Nähte im Lenkrad, am Armaturenbrett. Aber am Ende des Tages bleibt auch viel schwarz, schwarz Alcantara. Schwarz Alcantara bleibt, reflektiert natürlich nicht auf dem Armaturenbrett. Je heller man auf dem Armaturenbrett konfiguriert, desto mehr Reflektion haben wir natürlich. Ja. Ich glaube, zu sehr ins Detail brauchen wir nicht, wollen wir gar nicht mehr gehen. Eigentlich ging es uns ja auch mehr mal, das Auto von außen zu zeigen. Und ich glaube, das sieht schon richtig heiß aus. Also. Da das sehr, sehr, sehr limitiert ist, würden wir jetzt am liebsten sagen, dieses Auto wird irgendwann hier stehen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Die ist recht gering, dass wir so ein Auto hier haben werden. Also zumindest in der Farbgestaltung. Gebaut werden davon 799 Stück. Das ist die Coupé-Variante. Und und wenn ihr uns folgt, werdet ihr sicherlich irgendwann mal so ein Auto bei uns sehen. Genau, also irgendwann wird es soweit sein, dass wir so ein Auto ausliefern dürfen und dann werden wir selbstverständlich davon auch
ein Video machen und das Auto mal in live zeigen. So, Achatz, ich würde sagen, wir sind am Ende. Wir haben ein tolles Auto gebaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr andere Farben mal sehen wollt, sagt uns gerne Bescheid. Wir sind offen für neue Farbvorschläge. Ich wollte sagen, wir sind 24/7 für euch da, aber irgendwie stimmt es auch. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.